Vers 5. Yagya dana tapa karma na tyajyam karyam evatat yagyo danam tapaschaiva pavanani manishinam. Yagya, Opferhandlung, Dana, Wohltätigkeit, Tapa und Buße, Karma, Tätigkeit von, na, niemals. Tyajyam, sollten aufgegeben werden, Karyam, muss getan werden, Eva, gewiss, tat dies, Yagya, Opfer, Danam, Wohltätigkeit, Tapa, Buße, Cha, auch, Eva, gewiss, Pavanani, läuternd, Manishinam, sogar für die großen Seelen. Opferhandlungen, Wohltätigkeit und Bußen sollten niemals aufgegeben werden. Man muss sie ausführen. Opfer, Wohltätigkeit und Bußen läutern in der Tat sogar die großen Seelen. Erläuterung: Yogis sollten für den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft tätig sein. Es gibt viele Läuterungsvorgänge, um einen Menschen zum spirituellen Leben zu erheben. Die Zeremonie der Hochzeit zum Beispiel gilt als eines dieser Opfer. Sie wird Vivaha-Yagya genannt. Soll ein Sannyasi, der im Lebensstand der Entsagung steht und alle Familienverbindungen aufgegeben hat, andere zu dieser Heiratszeremonie ermutigen? Der Herr sagt hier, dass kein Opfer, das für das Wohl der Menschen bestimmt ist, jemals aufgegeben werden sollte. Vivaha-Yagya, die Hochzeitszeremonie, ist dafür gedacht, den menschlichen Geist zu regulieren, so dass er den notwendigen Frieden findet, um spirituellen Fortschritt zu machen. Den meisten Männern sollte zu diesem Vivaha-Yagya geraten werden, sogar den Menschen im Lebensstand der Entsagung. Sannyasis sollten niemals mit Frauen Umgang haben. Aber das bedeutet nicht, dass ein junger Mann, der sich in einem niedrigen Lebensstand befindet, keine Frau durch die Hochzeitszeremonie annehmen soll. Alle vorgeschriebenen Opfer sind dafür bestimmt, es dem Menschen zu ermöglichen, den höchsten Herrn zu erreichen. Deshalb sollten diese Opfer auf der unteren Stufe nicht aufgegeben werden. Ebenso ist Wohltätigkeit für die Reinigung des Herzens bestimmt. Wenn man geeigneten Menschen Spenden gibt, wie dies zuvor beschrieben wurde, so führt dies zu Fortschritt im spirituellen Leben.